Hallo und jetzt willkommen zurück hier zu My Summer Car. Da wären wir wieder und wir machen gleich auch weiter. Wir waren eigentlich gerade dabei, uns noch einen Kaffee zu kochen. Der übrigens schon kocht, obwohl die Platte sogar schon ausgeschaltet ist. Alles klar. Ist auch schon fertig. Sag ich mal. Das ist Kaffee, ja. Wohl bekommst. Wir müssen unsere feine Glühe wieder runterkriegen. Oh, Stress geht auch wieder runter. So ein schöner, starker Kaffee, der tut den Stress beseitigen. Vorzugsweise trinkt man den Kaffee schwarz. Ich wollte ja da schon Milch reinkippen, aber es geht ja nicht. So, noch einmal. So, die feine Glühe ist weg. Ich nehme mal den Kessel vom Herd. Kannst aufhören zu kochen. Er kocht immer noch. Aber nett, dass der jetzt hier... Habe ich jetzt Bug? Ich habe Angst, dass der mir explodiert oder was, der Kessel. Jetzt hier mal rausstellen. Ich stelle mal auf den Grill ab, weil das ist mir gerade nicht so geheuer. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt wollen wir mal hier die Kühlung und so weiter anschließen. Ja. Dann schauen wir doch mal. Das Lenkrad muss ja auch noch. Clutchmaster. Oh, das sind ja die Schläuche hier. Später wird man natürlich eine bessere Kühlung einbauen. Jetzt mal Master die hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo welcher Schlauch hinpasst. Zeig. Na. Piep, 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 piep. Schön. Dann machen wir es eben von unten. Ah, da war doch der Pfeil. Da war er schon wieder. Das ist wirklich frickelig immer hier. Mensch. Ich will das doch von oben sehen. Da irgendwie. Ich verstehe eigentlich gar nicht, wie man jetzt sich da noch durchfallen kann hier. Da ist doch gar nicht mal viel Platz zum Durchfallen. Ah, ja. Das müssen wir, glaube ich, auch verschrauben. Dazu brauchen wir mal einen großen Schlüssel. Vielleicht der hier. Also da könnte ich es noch verstehen, wenn man jetzt hier wirklich die Schraubenschlüssel braucht. Weil da kommst du ja mit einer Nuss gar nicht ran. Ja, schön. Und schon wieder ist er unten. Oder kann man das gerade festschrauben? Das weiß ich nämlich gar nicht. Moment. Da gehört noch ein Stück dran. Oder soll man erstmal die Leitung überhaupt generell anbringen? Wäre das mal ein Vorschlag? So, jetzt haben wir das kurze Leitungsstück, aber ich meine, das gehört ins lange Leitungsstück. Ja. Und das mittlere Leitungsstück hier. Das gehört irgendwie oben hin. Da war. Ja.
Und jetzt meine ich, dass die verschraubt gehören. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen, dass die einfach nebeneinander stecken. Das geht anscheinend nicht. Oder muss man da die oder zerschellen, dass der man die mit Schrauben fixiert? Nee, ne? Nö. Scheint nicht so zu sein. Die scheinen fest zu sitzen hier schon. Ach, ich habe ja hier die Tür offen. Da ist natürlich die Innenraumbeleuchtung an. Ich verstehe es nicht. Ich habe einen Bug hier. Der Kaffeekessel, der brodelt immer noch. Aber da draußen kann er normalerweise nichts anrichten, wenn was passieren würde. So, jetzt gucke ich mir ganz kurz nochmal hier an. Ja, ich immer hüpfe ich zwischendurch. Ich weiß nicht, wie kann man noch da zwischendurch fallen? Der Motor ist doch da im Weg, da klemmt man doch fest. Ich wollte doch bloß gucken, ob hier alles gut ist. So, das scheint so zu sein. So, dann machen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, was zuerst kommt. Das hier ist ja Kupplungsseil und das hier ist Gear Linkage. Das, ja, das müssen wir, glaube ich, von unten dran machen. Na, da war da Pfeil schon wieder. So, wird das verschraubt? Das wird hier, glaube ich, gar nicht verschraubt, aber hier wird verschraubt. Da sind Schrauben. Nehmen wir mal den. Das ist es nicht. Nö. Nö. Vielleicht kleiner. Auch nicht. Der hier. Nein. Den hier, den ganz kleinen, kann ich mir nicht vorstellen. Welchen hatte ich jetzt schon? Hatte ich die schon? So groß kann das doch gar nicht sein. Also, irgendwas ist doch da falsch. Das kann nicht sein. Das muss irgendwas so einer sein oder so. Der mag mir die Schrauben nicht reindrehen lassen. Na, wo waren sie jetzt? Ja. Geht nicht. Warum geht das nicht? Was sind das für Schraubegröße für eine Blöde? Das kann doch nicht so groß sein wie die hier. Die sind noch kleiner wie die zum Beispiel. Witz nochmal mal den ganz kleinen probieren. Das ist fies. Also an der Größe der Schrauben kannst du dich überhaupt nicht orientieren. Das können ganz kleine Schrauben sein. Das war echt jetzt fies. Da würde ich sagen, kommt als nächstes gleich das Ding hier. Das Klutschlinking. Von unten, da war
Wo hat es das jetzt hingemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Wo hat es denn das jetzt hingemacht? Ist das jetzt oben irgendwo hingemacht worden? Jetzt gerade mal gucken. Da sind keine Schrauben, ne? Nee. Wo hat es denn das komische Glutschling jetzt hingemacht? Dashboard. Ah, da oben. Warte mal, da haben wir aber jetzt noch ein offenes Ende hier. Was gehört da hin? Da haben wir doch jetzt ein offenes Ende. Hier. Da gehört noch irgendein Zylinder drauf. Der hier. Klutsch-Maßzylinder. Ach, das ist dann Getriebeöl oder wie das heißt. So, das müssen wir wahrscheinlich auch fixieren. So, das eine, das hat natürlich auch irgendwelche Schlüssel. Ich nehme mal einen 10er Schlüssel für das Glutschdingbungs da. Warte, zeig mal her, kann ich das, habe ich das gerade hier stehen? Nein. Nee, das steht gerade nicht richtig, ja. Shift, Gearlink, eine Schraube. Gearlink, das haben wir doch gerade installiert. Das ist dann. Aber erstmal müssen wir da den Masterzylinder hinmachen. Der ist es nicht. Das ist der 5er Schlüssel. Schauen, ob der was taugt. Da muss es größer sein. Ja, auf jeden Fall, dann probieren wir halt mal so nacheinander durch. Aha, Moment mal, da ist auch noch eine Schraube. Hier sind Schrauben. Hier ist eine Schraube, die machen wir auch fest gleich. Und das ist eine andere Schraube, okay. Warte mal, die Schrauben passen. Und die andere hier noch nicht. Das ist wieder eine größere Schraube anscheinend. Ah ja, das ist da am Pedal der Anschluss, genau. Damit man überhaupt die Kupplung sozusagen drehen kann. Der ist es, ja. So, von hier sieht man aber auch ganz gut, ne? Da haben wir doch noch gar keine Verbindung, keine... Die Schraube ist auch fest, okay. Haben wir hier noch irgendwie eine Schraube locker? Nee, ne? Nee. So, dann können wir den Schaltknüppel installieren.
Wird der A verschraubt? Ich glaube, der da schraubt, oder? Ich sehe es nicht. So, das wäre so eine Sache, je nachdem, wie man den in der Hand hat. Ah, da war doch das Kreuz. Ja. Tatsächlich ja da Schräuble. Ziemlich kleine. Dann müsste es Theo praktisch der ganz kleine Schlüssel sein hier. Nein. Ja, wohlgemerkt, der hat auch nur 4 Gänge, wie man sieht. Ich hätte gedacht, er hätte 5. Also 5 hat er schon, aber der Rückwärtsgang. Bei mir zählt der Rückwärtsgang nicht. So, der war's. Das ist ja 6er Schräubel anscheinend. So. Gott ist auf jeden Fall ja schon eingebaut. Das ist auch interessant. So, jetzt haben wir noch die Handbremse. Handbrake. So, die wird nach hinten irgendwie angeschlossen dann. So, passt da der Schlüssel auch? Nein. Sind es kleiner oder größer Schrauben wie hier jetzt bei dem Schaltknüppel? Ich sehe die Schrauben gerade gar nicht am Schaltknüppel. Komisch. Probier es mal mit dem nächstgrößeren Schlüssel. Ne. Dann probier ich es mal mit dem nächst kleineren, also den ganz kleinen Schlüssel. Den hier. Der scheint auch nicht zu sein. Dann nehmen wir mal den hier. Ist es das? Ja. Da zeigt zwar durchgestrichen, aber das, warum es da als durchgestrichen zeigt, weiß ich nicht. Okay. Hier fehlt ja sogar der Gottzeder. Da ist zwar die Schlaufe, aber da geht kein Gott durch. Ist sehr interessant. So. Was haben wir noch? Das Lenkrad. Das brauchen wir nicht. Lichterkette, naja. Die brauchen wir auch nicht unbedingt. Das ist eigentlich nur ein Schnickschnack. Weiß auch nicht, wie viel Strom die verbraucht, weil da könnte ja die Batterie gleich leer sein. So, da muss man auch wieder das Lenkrad festschrauben. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an MacGyver. So, wo er am cheapen Lenkrad irgendwie weggeschraubt hat. Den als irgendeinen Kurbelrad dann benutzt hat. Das ist doch ein ziemlich großes Lenkrad. Müsste eigentlich eine große Schraube sein. Vielleicht täusche ich mich auch. Und so groß ist es anscheinend gar nicht. Ich gucke gerade mal in die Liste, ob ich es gerade sehe, zufällig hier, was da, wo das Lenkrad Schraube. Ah, das schreibt 10. 10er Schlüssel. 10er Spanner. Jawohl, 10. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Okay.
Gutski, dann hätten wir da unsere Batterie. Blopp. Die mal so nehmen, dass wir nicht zu groß hier. So, die muss aber, glaube ich, nicht festgeschraubt werden, ne? Nee, das ist schon fest irgendwie. Zumindest war es irgendwie schon so, dass man die nicht fest hat schrauben müssen. So, ja, Auspuff muss ja natürlich auch noch ran. Was haben wir noch? Den Luftfilter, die komische Lichterkette. Ja, nee, dann bleibt uns eigentlich bloß noch der Auspuff übrig. Fangen wir mal mit dem Endtopf an oder so. Geht das? Aber ist das ein bisschen blöd. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal schon ein bisschen Probleme. Was so? So wird er hingemacht? Das sieht aber komisch aus. Okay. Wenn ihr meint, dass der so hingehört, dann ja. Also für mich sieht das irgendwie falsch aus. Was für ein Schlüssel ist denn das? Vielleicht eine 5er Schraube. So groß sieht die nämlich auch wieder nicht aus, ja. Doch was Größeres. Nächst größer haben wir 6. Nee, doch 7. Ja, das ist halt immer das. Man muss hier, weil man nicht alles genau weiß. Ah. Dann hat man da eben ein Problem. So, das ist dann hier. So, warte mal. Ah ja, stopp, die Handbremse ist noch nicht fertig. Da muss man das Bremsseil praktisch noch an. Jetzt wissen wir auch, was die zweite Leitung hier ist. Das ist das Bremsseil für die Handbremse. So, vielleicht 8er Schraube. Nein. 9. Nein. 10 kann es nicht sein. Da müssen wir dann wieder kleiner gucken. Nö. Das muss eine ziemlich kleine Schraube sein. Ich probiere das mal mit der 5er hier. Ja, es ist eine 5er. Alles klar. Gut, Ski. Dann das nächste. Da will ich das große Auspuff voran machen. So rum gehört er. Das ist jetzt schwierig, den gescheit anzubringen. Der muss nämlich schon mal erst blöd in die Hand nehmen. Ah, ja. Ja, krach. Da knallt es ordentlich. Der wird hier verschraubt. Das ist aber nicht die richtige Schraube. So, der Abgasmuffler hier. So, nein. Ja, das ist eine 7er Schraube. Oder halt der Schlüssel, also 7 ist. Also ich habe noch nie eigentlich eine gesehen, aber es gibt 7er Gewinde zum Beispiel, muss ich immer so sagen. Der wird hier auch verschraubt. Ja, ich habe ein Video gesehen mit dem minimalsten vom Motor, der hatte keine Kühlung, gar nichts und natürlich auch keinen Auspuffrohr hier. Das hat dann einfach da rausgeraucht, das war ganz witzig. Aber lang hat es der Motor nicht mitgemacht hier. Der hat auch kaum Leistung.
Gut, das der Auspuff ist dran. Haben wir sonst noch irgendwie was hier? Das hat sich selber eingehakt. Ja, okay. Dann würde ich mal den Kasten wieder mit nach oben nehmen. Den brauchen wir hier unten ja jetzt nicht mehr rumliegen lassen. So. Ja, dann könnte man eigentlich schon Betriebsflüssigkeiten reinfüllen, verkabeln und so weiter, ne? Also jetzt probiere ich mal nochmal die Verkabelung. Warte mal, wir brauchen mal ein bisschen Licht. Es wird da draußen schon wieder finster. So ist es eindeutig besser, was so ein bisschen Licht daraus macht. Ich muss da ein bisschen näher ran an das Kabel hier, sonst ist es wieder so weit weg hier. Ja, einmal Kabel weggeschmissen. Jawohl, das habe ich gut gemacht. Ignition Coil. An den Regulator, oder? Nee. Ach, von da unten kann ich wieder nicht richtig, ja. Ich muss das von hier aus probieren. Vielleicht kann ich von da irgendwie durchschauen, oder? Fusebox. Irgendwas hat funktioniert. Positiv Terminal. Okay, das hat er. Positiv ist angeschlossen. Negativ. Wo sind die Ignition? Was war das ja? Ach, der Ölmesspegel. Ach, das ist sowas von umständlich hier. Gleich falle ich wieder ganz durch. Warte mal, hier ist noch eine lose Schraube, sehe ich gerade. Hier unten. Wo ist denn jetzt hier wieder? Ah, da unten hat das an die Zinsspule angeschlossen, okay. Das ist auch schon verbunden, das geht darüber. Ah ja, die Klemme muss man auch noch an der Batterie festschrauben. So, aber da unten, wie gesagt, da ist noch eine lockere Schraube da. Die muss man noch festdrehen. Ah, der Alternator, genau. Den habe ich gesucht. So, der ist jetzt vom Regulator, hat er das jetzt angeschlossen. So, und die Stecker hier scheinen vollzählig zu sein. Dann kann ich eigentlich nur noch hier gucken. Da haben wir nämlich auch noch nicht angeschlossen gehabt, ja. Es gibt auch keine falschen Anschlüsse. Das schließt immer alles richtig an.
hier sind wir noch nicht komplett fertig. Den hat er schon gelegt da hinten. Mein Problem ist jetzt einfach, dass ich nicht das richtig hinkomme, wo ich hin will. Hazards. So, da hat es doch noch Instrumentenpanel 1 und hier ist noch ein Platz frei. Ja, vielleicht ist es. Ah, da war noch Fusebox. Ja, jetzt hat es noch angeschlossen. Radio Harness haben wir noch. Jetzt den Stecker hier. Ja, der eine ist noch nicht ganz belegt, ja. Ah. Ah, das ist überhaupt nicht so einfach hier. So, wo könnte der Radio Harness noch hinkören? Oder ist das verspätet, wenn wir das bessere Anlegler haben hier? Dass man das dann anschließen muss. Das weiß ich nicht so richtig. So, trotzdem, es fehlt noch ein Anschluss. Meine ich zumindest. Und das hat was da unten mit dem einen Ding zu tun. Ja, dass ich wieder ganz durchfall. Positive Terminal. Das muss doch noch hier ein Anlasser ran. Und wie gesagt, da müsste noch eine Schraube losgemacht werden, damit ich das anschließen kann. Hier zumindest. Und das dürfte eigentlich keine große Schlüssel sein. Mal gucken, ob man die Batteriepole schon festschrauben könnte. Was ist denn jetzt? Da fehlt das Kabel irgendwie. Nope. Das könnte mich, das macht mich jetzt wirklich ein bisschen fuchterlich, ja. Die Batteriepole. So groß kann der Schlüssel gar nicht sein. Also da gehört auf jeden Fall noch einer hin. Jetzt habe ich natürlich hier nicht mitgeguckt. Ich meine, dass wirklich hier noch ein Anschluss hingehört. Und das wird von der Batterie aus sein. Jetzt habe ich den nämlich übersprungen bei dem. Aber ich habe es ja schon so oft. Okay. Jetzt hat die Batterie wieder durcheinander kauen hier. Ich habe es ja schon so oft probiert mit dem blöden Ding. Ich meine, die Batterie dürfte es eigentlich nicht weghauen hier. Weil ich kann es ja nicht festschrauben, das ist mein Problem. So, das ist auf jeden Fall jetzt hier mal die Polklemme. Ja, und wie gesagt, die andere Klemme, die geht irgendwie nicht, wo ich das haben möchte.
Was? Da war doch gerade was. Da war doch gerade was. Da war gerade was, was Interessantes. Irgendwas, da hat es doch gerade Starter geheißen, ganz kurz. Ja. Starter. War das jetzt gut oder schlecht? Dass es jetzt so gefunkt hat. Ich weiß es nicht. Kann eigentlich gar noch nicht funken, weil wir noch mal negativ verbunden haben. Wer hat durchgefallen? Ich kapier das nicht. Warum wir da immer durchfliegen? Negativterminal. Das ist noch gar nicht angeschlossen. Der Negativpol gehört auch noch irgendwo angeschlossen. Ja, wo gehört denn der jetzt angeschlossen noch? Da sind doch die Klemmen schon voll. Am Alternator kann nicht sein. Ich kenne mich da auch viel zu wenig aus. Es gibt ja mal ein Massekabel und dann... Ich weiß nicht mal genau, was hier Masse ist und was nicht. Ja, und übrigens, die Schraube hier ist immer noch locker. So, wo gehört der blöde Minuspol hin? Ich komme nicht drauf. Ohne das geht gar nichts. Ja, jetzt will ich aber nach mal eins gucken, bevor wir hier so langsam wieder mal zum Ende kommen müssen. Hat es jetzt da... Sie ist natürlich nicht gescheit. Ja, da jetzt... Ah, jetzt die Schraube müssen wir anziehen. Das kann eigentlich bloß ein kleiner Schlüssel sein. Jetzt weiß ich es wieder. Die Schraube kommt erst, wenn man angeschlossen hat. So. Aber ganz ist es nicht fest. Aber naja. Gut, jetzt müssen wir die eine Schraube suchen, die... die ganze Zeit nicht fest war. Kann ich die von hier aus irgendwo sehen? Ja, von oben habe ich sie gesehen, aber von hier drin sehe ich die natürlich nicht. Nee. Ich verstehe nicht, wie man sich da, also müssen sehr dünn sein, dass wir da durch, dass wir da durch können. Schön wäre es halt, wenn ich den richtigen Schlüssel hätte. Jawohl! Ich habe den richtigen Schlüssel. Gibt es da... Was ist das überhaupt für eine Schraube gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Was habe ich da festgeschraubt? Egal. Eine angezogene Schraube ist eine gute Schraube. Warte mal, da unten an der Zinsspule könnte der Minuspol hingehören. Das könnte sein. Wie gesagt, man kann hier nicht gescheit irgendwie an was hin, wenn man was
Weil das muss ja das dann berühren, das Objekt hier, das Kabel. Damit das hier überhaupt dran passt. Ja, hör doch auf zu krachen. Hör doch auf zu krachen, du kleine Kiste. Das muss nicht krachen hier. So, wie gesagt, irgendwie fehlt da noch eine Verbindung. Weil momentan kann hier nichts gehen. Also das sieht sehr nach positiv aus hier, das rote Kabel. Wo geht denn das hin? Kann man das vielleicht mal sehen, wo das rote Kabel hinführt? Ach, das geht da innen in die Zündung rein, in die Zündkappe. Warte mal. Warte mal. Kann ich denn da mal? Ne, das hat ja schon eine Bindung. Das ist eine Schraube. Ah, jetzt hänge ich schon wieder unten drin. Das gibt's ja nicht. Diese elendige Verkabelung da, die macht einem wirklich ein bisschen zum Kopfzerbrechen. Und ich glaube, da hatte ich das letzte Mal privat im Spielstand auch Probleme. Dass das einfach nicht funktioniert hat so richtig. Ich glaube, ich muss mir den Verkabelungsguide hier mal vorholen. Naja gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen dann so langsam wieder Feierabend. Der Teekessel brodelt immer noch. Okay. Ja, ich danke euch wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Und dann sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.